So, moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Typ, der euch hier jeden Morgen den neuen Fortnite-Show vorstellt. So natürlich auch heute. Hier direkt mal auf den Item-Shop klicken. Und wir haben wieder beide Seiten geupdatet bekommen. Und wir haben endlich mal wieder die Magma-Lackierung drin. Wirklich geilste Lackierung, die es in Fortnite gibt. Sie schaut mega geil aus, auch diese Animation hier. Ich würde wahrscheinlich sogar lieber die Magma-Lackierung nehmen, als alle anderen Lackierungen, die es in Fortnite gibt, zusammen. Dementsprechend sind 700 V-Bucks dafür absolut okay. Ich werde die Lackierung auch wieder heute ein bisschen an meine Abonnenten verschenken. Gleich zwei. Zweimal um genau zu sein. Das heißt, wenn ihr die heute gewinnen wollt, hier kostenlos die Lackierung haben wollt, einfach mal jetzt diesen Kanal hier abonnieren, also Abonnent von dem Kanal sein. Und dann einfach mal ein Hashtag Magma unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr heute hier die Magma Lackierung haben wollt. Was ich auch extrem empfehlen kann, ist die rote Ritterin. Vor allen Dingen wegen dem geilen Schild. Der Skin selbst ist natürlich auch ziemlich cool. Aber ich finde, Schilde sind wirklich die besten Backpacks, die es im Spiel gibt. Und besonders die rote Ritterin hat ein ziemlich cooles Schild. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Die Kamisen-Hacke würde ich mir da eher nicht holen. Die. Ja, hat für mich jetzt zu wenig Besonderheiten. Dann als nächstes haben wir die Battle-Pass-Stufen. Es geht also wieder los, Leute. Die Season geht noch 49 Tage und heute ist der erste Tag, wo wir mal wieder die Battle-Pass-Stufen drin haben. Es sind immer noch 10 Stufen, 500 XP für 600 V-Bucks. Es geht also wieder los hier. Man kann sich wieder die Battle-Pass-Stufen kaufen. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man halt, ja, sag ich mal, nicht so viel äh, Challenges macht oder halt nicht so Bock auf die hat. Dann kann man sich damit jetzt hier schön die ganzen Battle-Pass-Sachen freischalten. Kommen wir dann schon wieder zur rechten Seite. Wie immer, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr seid gestern wieder voll eskaliert. Über 6000 Likes. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, dann machen wir weiter, nämlich mit dem Castor-Skin. Feiere ich sehr. Ich mag diesen Hoodie. Also diese diese Kapuze hier. Den Backpack finde ich wie ziemlich schwach. Spiel ich gar nicht. Aber der Skin, der gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Dann als nächstes beschlagene Hacke schon wieder drin. Die letzten Wochen und Monate sehr, sehr häufig. Ja, ist eine ganz gute Default-Hacke, würde ich es mal nennen. Jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Dann der Schrittwechsel. Ja, ein ganz fresher Tanz ist ein bisschen simpler. Jetzt also nichts Außergewöhnliches, aber für 500 auf jeden Fall noch okay. Dann der Seewolf habe ich mir nicht geholt, weil er mir persönlich jetzt gar nicht gefallen hat. Vom Design her, auch der Backpack finde ich jetzt den nicht so geil. Dann haben wir noch den Raketendreher schon eine Weile nicht mehr im Shop gehabt. Für 500 v -Bucks. Ich verstehe nicht ganz, warum der nicht 200 kostet. Ich meine, so krass ist er jetzt leider nicht. Vielleicht, weil das Hologramm so eine kleine Ammission da drauf ist, aber ich finde, das hätte auch ein 200 v bucks sein können, jetzt mal ehrlich. Und im letzten Slot dann noch den Globetrotter. Ja, ist für den Preis ganz okay, halt wieder das Standardmodell. Ähm, Finde die Farben ganz cool, aber er ist auch kein, kein Must-Have-Gleiter. Würde ich mir also wahrscheinlich eher einen der heftigen Gleiter holen und jetzt nicht unbedingt den hier. Und ja das war's dann schon zum heutigen von der Shop. Wie gesagt, falls ihr heute die Magma-Lackierung gewinnen wollt, einfach mal diesen Kanal hier abonnieren, mal kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken und dann noch ein Hashtag Magma in die Kommentare schreiben und am besten auch dazu, wie ich euch dann erreichen kann. Also Instagram, Twitter, was weiß ich, Discord und so weiter. Ähm, ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wie immer, könnt ihr auch gerne meinen credit code stocks eintragen, wenn ihr hier die Gewinnspiele supporten wollt. Denn nur davon kann ich die bezahlen durch euch und äh, ja, dann würde ich sagen danke fürs Zuschauen, habt noch einen entspannten Tag und bis zum nächsten Mal haut rein, tschüss. Hey, YouTube, what's going on? This is I Talk Fortnite back again with another item shop video. My mic was muted for a little bit. Uh, today is June 4th, 2019. Hopefully you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily as well as other content throughout the week. In today's upload, I talk about how YouTube is finally cracking down. on people uh, clickbaiting events and stuff like that which is great so definitely check out check that out red knight is back already comes with backlink red shield and the crimson axe i like this set a lot so yeah the magma wrap cycle through the models is back and it's in the featured okay it's a good wrap it's a great wrap battle pass tiers are in the featured as well now okay battle pass tiers 10 Battle Pass Tiers and 500 Seasons XP for 600 V-Bucks. Pretty good deal. Caster is back. Comes with a backlink Spellbinder. Studded Axe. Quietest Pickaxe in the game. The Switch Step emote is back. Uh, Seawolf is back. Two Edit Styles. Boom and Boom. Comes with a backlink Barrel and Booty, which has two Edit Styles as well. There you go. Uh, okay. Rocket Spinner's back. I don't think Rocket Spinner's been in the shop for a while. But everything else in the shop, I feel like we've seen in like the last 14 days. Globetrotter. That's it for the shop, guys. Hopefully, you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what do you, th what do you think about this shop and subscribe for daily content. Have a great one now. See ya.